Das beliebteste Haustier in Amerika ist der Hund, der ganz besonders von Menschen geschätzt wird, die Tierkacke gern mit der Hand aufheben. Es ist ein bisschen kühl heute, nicht wahr, Mr. Doggy? Oh ja, Mami. Vielleicht muss Mami Mr. Doggy ein kleines Hundemäntelchen kaufen, damit Mr. Doggy es auch kuschelig warm hat. Oh ja, Mami, das wäre ja wundervoll. Ich hab dich so lieb. Und ich hab dich auch lieb, Mr. Doggy. Komm, zieh dich aus. Wie bitte? Ich sagte, komm, zieh dich aus. Nein, Mr. Doggy, es ist kalt und es ist nicht erlaubt, sich in der Öffentlichkeit zu entblößen, sonst kommt die Polizei und sperrt einen ein. Ich sagte, zieh dich aus. Jetzt hör mal zu, Mr. Doggy. Mami hat jetzt genug von deinen dummen Ideen. Du willst doch Mami keinen Ärger machen. Zieh dich aus. Nein! Wenn du mich lieb hättest, würdest du es tun. Oh, na gut, also, ja, aber nur ganz schnell. Das ist mir furchtbar peinlich. Bist du jetzt zufrieden? Nein, steig in die Mülltonne. Ganz sicher nicht. Ich sag's nicht noch einmal. Ist es das, was du wolltest? Warum in aller Welt sollte jemand das wollen? Du hast doch voll in einer Waffelmuttchen. Aber du hast doch gesagt, aber... Bitte steigen Sie da raus. Kommen Sie schon, Lady. Oh, aber mein Hund! Ich kenne die gar nicht. Das ist echt eine kranke alte Schlampe.